Auf jeden Fall spielt die Musik nicht nur dort am Adenauerhaus, sondern auch im Bundestag auf der Fraktionsebene. Und dort schalte ich zu unserem anderen Hauptstadtkorrespondenten, zu Erhard Schärfer, der das Ganze beobachtet und natürlich auch immer wieder wahrscheinlich erstaunt ist, Erhard, oder? Das, was man da heute und gestern zu hören bekommt und bekam, das verwundert uns doch alle und macht uns ein wenig ratlos. Und man fragt sich immer, geht es jetzt um die Sache oder geht es um Personalien oder persönliche Befindlichkeiten bei den Abgeordneten der Fraktionen? Geht es da mehr um die Sache? Ich glaube, auch da geht es um beides irgendwie, nicht nur zwischen den beiden Hauptprotagonisten, wenn man so will. Bei den Vorsitzenden von CDU und CSU ist das nicht nur eine reine Sachangelegenheit, sondern sind auch persönliche Angelegenheiten und Animositäten im Spiel und viele gegenseitigen Verletzungen, die sehr unterschiedlich wahrgenommen worden sind, spielen da sicherlich auch eine große Rolle. Die Sitzung der Bundestagsfraktion der Union, die ja auch eine Unionsfraktion bleiben will, so wird das in den vergangenen Tagen immer wieder betont, die ist seit einer Viertelstunde schon zu Ende, hat also gar mal gerade eine Dreiviertelstunde gedauert und hat den Hauptakteuren, die ich eben schon angesprochen habe, vor allem eine Botschaft mitgegeben: Wir wollen eine Fraktion bleiben und wir wollen, dass ihr diesen Konflikt löst, ihr und alle, die heute ab 17 Uhr in dieser Runde im Konrad-Adenauer-Haus noch dabei sind, findet eine Lösung. Das ist ihnen mit auf den Weg gegeben worden von den Abgeordneten sowohl von CDU als auch von CSU. Die Kanzlerin hat hier, so hören wir aus der Fraktionssitzung, noch mal geworben für das, was sie erreicht habe beim EU-Gipfel, hat für ihre Positionen also noch mal geworben und hat gesagt, es sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, das da vollbracht worden sei, einmal diese 28 EU-Staaten auch da in eine Richtung zu bewegen und gemeinsames Interesse da auch zu formulieren, diese Probleme zu lösen. Und sie hat auch gesagt, der Wunsch nach einer Lösung sei ebenso groß wie der Wille zu einer Lösung. Und Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der Landesgruppe, hat es noch ein Stückchen pathetischer gehabt. Er hat nämlich gesagt, die Schicksalsgemeinschaft Unionsfraktion, die bewähre sich, wenn sie herausgefordert wird und sie sei ein starkes Band, das es ermögliche, Konflikte zu beherrschen. Da sind wir mal gespannt vor diesem Hintergrund, ob das heute Abend auch tatsächlich so gelingt. Es klingt so, als wenn das alles nicht ganz so einfach wäre, wie sich das manche wünschen. Und das haben wir auch gemerkt in zwei Gesprächen, die ich hier führen konnte mit Protagonisten aus CDU und CSU, hier beide Mitglieder auch dieser Fraktion. Und wir beginnen mit dem Gespräch, das ich geführt habe mit Hans Michelbach, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe. Hans Michelbach, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Berichten Sie uns ein wenig von der Atmosphäre eben in der Fraktionssitzung. Ja, es hat heute nach der turbulenten Nacht schon mit vielen Gremien begonnen. Wir haben im Parlamentskreis Mittelstand vorbereitend für die Fraktionssitzung als größte soziale Gruppe der CDU-CSU-Fraktion mit 160 Abgeordneten uns besprochen und haben ein klares Votum in die Fraktion eingebracht. Und ich bin dankbar, dass die Fraktion zumindest mit dem Beifall, den sie gegeben hat, uns recht gibt, und zwar, dass wir eine Einigung wollen, dass wir auf einer Einigung bestehen, die Fraktionsgemeinschaft von CDU/CSU völlig ohne Disposition ist. Das heißt, wir werden in jedem Fall beieinander bleiben und wir werden, wenn die Führungskräfte sich nicht einigen können, eine Entscheidung durch die Fraktion führen. Wie soll die dann aussehen? Die an der Sache natürlich orientiert. Wir haben den Masterplan für eine neue Migrationspolitik als Wende in der Asylpolitik jetzt vorliegen. Und die Kollegen waren erstaunt, dass man nach dieser Vorlage immer noch keine Einigung hat. Was hat die Kollegen erstaunt? Ja, dass da nur marginale Unterschiede sind von dem, was bisher vertreten wurde. Und viele Kollegen, die diesen Masterplan jetzt zur Kenntnis bekommen haben, gar nicht verstehen können, dass hier so lange keine Einigung entstanden ist. Es geht natürlich um das Thema Zurückweisung. Und da wurden ja auch nochmals Kompromissvorschläge gemacht. Die sind im Übrigen immer mit dem Hinweis, dass es eingebunden sein in eine europäische Lösung sein muss. Und deswegen versteht man eigentlich die Diskussion der letzten 14 Tage und die Uneinigkeit überhaupt nicht. Was sind die marginalen Unterschiede, die Sie da gerade erwähnt haben? Und wie sehen die Kompromissvorschläge aus? Ja, die europäische Lösung sagt, dass alle,
die schon ein Asylverfahren in anderen Ländern begonnen haben, nach Deutschland herein dürfen, in sogenannten Zentren, dann Asylzentren, dann ihr Verfahren eben noch einmal beginnen können auf deutschem Boden. Das steht da drin jetzt. Das steht, ist das Fazit von Europa und von den europäischen Lösungen des Ratsbeschlusses. Und bei uns steht, dass man natürlich zurückweisen muss, mit denjenigen eine Zurückweisung vornimmt, die in anderen Ländern Asylverfahren anhängig haben, aber die bilateralen Vereinbarungen mit anderen europäischen Ländern keine Kooperation hergibt. Das heißt, die Länder sich verweigern für eine Kooperation. Und dass wir deren Asylverfahren nicht auch noch in Deutschland in den sogenannten Ankerzentren führen wollen, ist ja eigentlich mehr wie verständlich. Wir würden nämlich unterm Schluss trotz dem Thema Ratsbeschluss in der EU weniger Asylverfahren, würden wir in Deutschland mehr Asylverfahren bekommen. Das kann also nicht Sinn und Zweck einer solchen Beschlusslage sein. Wenn Sie sagen, die Unterschiede sind so marginal, wer ist denn Ihrer Meinung nach verantwortlich dafür, dass es bislang keine Lösung gibt? Ja, das ist wirklich die Frage. Also, na, wer denn? Ja, gut, ist das ist eine Personenfrage. Wir wollen Entscheidungen in der Sache. Und wenn sich Personen diesem Votum der Fraktion nicht unterordnen, dann müssen sie natürlich dementsprechend auch Konsequenzen ziehen. Werden Sie mal konkreter. Ich gehe da gar nicht weiter. Jeder hat verstanden, was das heißt. Und die Führungsperson erst recht. Übersetze ich mal, dann sagen Sie, also wenn sich Horst Seehofer und Angela Merkel in dieser Sache nicht einigen, müssen sie beide gehen. Da gibt es auch noch andere Führungspersonen, die natürlich zur Debatte stehen, weil... Wer? Ich sage keine Namen und das ist auch nicht zu erwarten. Ich will das nicht personalisieren. Uns geht es um das Sachthema. Und dieses Sachthema muss vorrangig natürlich erledigt werden. Und die Fraktion hat vieles geduldet, hat vieles mitgemacht. Aber endlich, entweder ist dann natürlich auch mal Schluss mit der Debatte. Aber eben haben Sie schon gesagt, das hängt an Personen. Dann können Sie diese Personen doch auch benennen oder zumindest die Kreise, um die es hier geht. Es würde ja nur eine Personaldebatte führen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen in der eine Sachentscheidung, die die Glaubwürdigkeit der Asylwende voranbringt und uns Vertrauen bei den Menschen wieder zurückgibt. Wie geht das aus heute Abend Ihrer Meinung nach ab 17 Uhr im Adenauerhaus? Das hoffe ich, dass es gut ausgeht, weil jeder müsste wissen, was auf dem Spiel steht. Müssen beide Seiten zurückstecken von ihren Positionen? Müsste auch Horst Seehofer einen kleinen Schritt zurückgehen? Müsste auch die Bundeskanzlerin einen Schritt zurücktreten? Es war bei dem Gespräch am Samstag im Bundeskanzleramt, waren 5 Kompromissvorschläge von Seehofer auf dem Tisch gelegen. Und ich gehe mal davon aus, dass man zumindest einen Kompromiss dieser 5 Kompromissvorschläge auch dann annimmt und dass jeder sich bewegt, ist auch klar. Denn wir wollen, dass die Sache entschieden wird und die Fraktion dementsprechend dann auch ihrer Aufgabe und ihrer Verantwortung nachkommt. Wenn Sie sagen, Ihr Parteivorsitzender, der CSU-Vorsitzende Seehofer und Innenminister hat 5 Kompromissvorschläge mitgebracht, machen Sie die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende zur Hauptverantwortlichen in dieser Situation? Nein, ich mache niemand verantwortlich. Sie hat ja auch die Rückendeckung des CDU-Vorstandes. Also das ist schon auch eine grundsätzliche Frage. Und ich denke, jeder muss abrüsten. Die CDU-CSU-Fraktion ist eine Schicksalsgemeinschaft, hat 70 Jahre Stabilität und Erfolg in Deutschland miterzeugt. Und es kann nicht sein, dass das beschädigt wird. Das ist einfach das vorrangige Ziel und die vorrangige Verantwortung. Und die Schicksalsgemeinschaft, wie Sie sie nennen, die besteht morgen noch? Davon gehe ich aus. Es müsste eigentlich jeder gehört haben, was auf dem Spiel steht. Herr Michelbach, vielen Dank. Und dann gibt es noch einen, der davon gehört hat, was auf dem Spiel steht, der sich in den vergangenen Tagen auch mehrfach schon zu Wort gemeldet hatte. Das ist nämlich der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Und bei ihm, so heißt es, habe es heute ein Treffen gegeben, gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden von CDU und CSU, nämlich Angela Merkel und Horst Seehofer. Und auch da, so meldet die Deutsche Presseagentur, sei es um Wege aus dieser Krise zwischen diesen beiden Parteien gegangen in der Frage des Asylstreits, den wir ja schon, mit dem wir uns ja
ja schon inzwischen mehrere Wochen beschäftigen. Hans Michelbach hat gerade gesprochen von 5 Kompromissvorschlägen, die angeblich der Vorsitzende der CSU mitgebracht hat ins Bundeskanzleramt am vergangenen Samstag. Mittlerweile hören wir von weiteren Plänen, die zum Kompromissfindung beitragen, nämlich etwa ein 8-seitiges Papier in etwa, von dem Armin Schuster, der Innenexperte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, spricht. Auch mit ihm habe ich vor einer knappen Stunde sprechen können. Und auch dieses Gespräch spielen wir Ihnen jetzt zu. Herr Schuster, schildern Sie uns die kurze Fraktionssitzung, die es da heute gegeben hat. Vergleichsweise kurz ist sie ja gewesen. Ja, man hätte eigentlich enttäuscht sein können, dass es keine Inhaltsdebatte gab. Aber manchmal sind vielleicht emotionale Botschaften sogar härter. Und bringen Sie Licht in diese Formulierung. Naja, die Fraktion hat, meine ich, unseren beiden Parteispitzen sehr deutlich aufgetragen, wir erwarten heute Abend eine Einigung, weil diese Gemeinschaft geben wir wegen dieses Sachthemas nicht auf. Die Fraktionsgemeinschaft ist uns wichtiger. Und wir haben klar gemacht, dass wir eindeutig eine Lösungsmöglichkeit sehen. Welche? Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, ich verhandle jetzt nicht am Tisch mit. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, die 62 Punkte von Herrn Seehofer und für den 63. Gibt es aus dem Kanzleramt ein sehr weitgehendes Angebot, ein aus meiner Sicht nicht wirkungsgleiches für Grenzkontrollen, sondern sogar ein darüber hinausgehendes Angebot. Wenn man die beiden Dinge sinnvoll zusammenbringt, dann haben wir ein ziemlich gutes Ergebnis. Und das wäre den Experten, den Innenpolitischen, glaube ich, möglich. Sie sagen, es gibt ein 8-seitiges Papier, das diesen 63. Punkt auflöst. Aus Reihen der CSU haben wir gehört, es habe 5 Kompromissvorschläge gegeben aus Reihen der CSU rund um diese strittigen Punkte. Warum sind die beiden Parteivorsitzenden übers Wochenende nicht zusammengekommen? Vielleicht, weil es die beiden Parteivorsitzenden nur waren. Und deswegen ist das Format heute Abend gar nicht so schlecht. Wenn man sich verhakt hat, ist es vielleicht wichtig, dass nochmal andere Teilnehmer den Horizont nochmal erweitern. Ich habe gute Hoffnung, dass die mit 16 genau diese Kompromisse durchgehen und auch zu Lösungen kommen, was vielleicht zu zweit nicht geht. Aber die haben doch genau dieselben Positionen vertreten wie auch ihre jeweiligen Parteivorsitzenden. Auf der einen Seite den, wie man immer so sagt, nationalen Alleingang. Das kam häufig von aus den Reihen der CSU, und zwar von allen, die wir aus der CSU dazu gehört haben. Auf der anderen Seite haben wir aus der CDU, von denen, die damit zu tun haben, auch aus den Reihen der Stellvertreter, die ja heute ab 17 Uhr auch dabei sind, immer wieder gehört, dass es eine europäische Lösung geben muss. Und da hakt es doch irgendwie. Wo sehen Sie da an der Stelle denn Wege, wo die beiden Positionen zusammenkommen können? Also ich sehe nationale Maßnahmen auch auf der CDU-Seite. Es ist ja nicht so, dass Angela Merkel da nichts anbietet. Der schnelle Rückkehrmechanismus direkt an der bayerischen Grenze für die Dublin-Fälle aus Griechenland und Spanien, der für mich entscheidende Punkt, für den ich kämpfen würde und den ich auch selber vorgeschlagen habe, dass wir deutschlandweit, nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit, jeden illegal eingereisten Dublin-Fall im Grenzfahndungsschleier von 30 Kilometern nicht mehr Richtung Deutschland buxieren, sondern in ein spezielles Zentrum bringen in Grenznähe und von dort binnen einer Woche die sofortige Rückführung organisieren. Viel wirkungsvoller kannst du Dublin-Fällen gar nicht begegnen. Die kommen doch nicht alle über die 3 bayerischen Grenzübergänge. Die weichen aus. Sie tun es vor allen Dingen in ganz Deutschland. Nur 28% der Dublin-Fälle kommen über Bayern. Und ich bin dankbar, wir machen hier keinen Bayern-Plan, sondern einen Deutschland-Plan. Ich möchte, dass die sächsische Grenze, die französische, die schweizerische genau die gleichen Standards bekommt. Und da ist Bayern immer noch eine Nase voraus, weil sie 3 Grenzübergänge haben, an denen direkt kontrolliert und zurückgewiesen werden darf. Also Sie sehen es schon, da ist was drin. Und ich glaube, am Ende wird der Masterplan von Horst Seehofer heute Abend sogar noch besser sein als in der Ursprungsfassung in dem einen Punkt. Die 62 anderen Punkte sind sowieso in Ordnung. Und die SPD macht bei dem, was Sie da jetzt ins Gespräch gebracht haben, auch mit? Denn die spielt ja auch eine gewisse Rolle in dieser Koalition. Die will ich auch nicht geringschätzen. Erstens muss man sich einmal bedanken. Die SPD spielt eine sehr behutsame Rolle in einer schwierigen Phase. Das tut sie deshalb, habe ich jedenfalls den Anschein,
weil sie glaubt, dass wir jetzt tatsächlich den Asylkurs verändern müssen. Und wenn es die richtige Dosierung ist, und da liegen ja Vorschläge auf dem Tisch, dann glaube ich, hätten wir die SPD an Bord. Deswegen will ich ja diese Lösung, weil es vielleicht dieses Momentum gibt, dass wir mit dem guten Unionskompromiss die SPD mit an Bord haben und dann endlich hier im Deutschen Bundestag das vollziehen, was auf den Straßen in Deutschland schon längst diskutiert wird. Deshalb bitte nicht diesen Streit nur verdammen. Hier gibt es Fraktionswähler, da herrscht vollkommene Ruhe in einem Thema, was die Menschen aber umtreibt. Wir streiten jetzt auch, wie an manchem Stammtisch oder Fußballplatz. Und deshalb hoffe ich auf eine Lösung zu dritt. SPD, CDU, CSU. Die Chance ist da. Armin Schuster, vielen Dank. Armin Schuster, also der Innenexperte der CDU-Fraktion, ist voller Hoffnung für das, was ab 17 Uhr besprochen werden kann im Konrad-Adenauer-Haus. Und er hat gesagt, das Format ist gar nicht so schlecht heute Abend. Vielleicht sehr viel besser als nur ein Zweiergespräch zwischen den beiden Vorsitzenden. Uns ist dann bei genauerer Betrachtung der Runde heute Abend im Kanzleramt dann doch noch aufgefallen, dass auf Seiten der CSU eigentlich ein mäßigender Mann durchaus fehlt, nämlich der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, der gestern Mittag noch durch seine Äußerungen eher die Vermutung nahelegte, dass es zu einer Lösung kommt in diesem Streit schon gestern, indem er gesagt hat, es sei ja viel erreicht worden beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, auch aufgrund des Drucks, den die CSU aufgebaut habe und den die Kanzlerin dann mitgenommen habe in diese Verhandlungen. Das wörtliche Zitat war ja, man habe diesen Gipfel gerockt und habe viel erreicht, was im Sinne auch der CSU sei. Also dieser Mann, einer der wenigen Fürsprecher aus der ersten Reihe innerhalb der CSU, heute Abend schon mal nicht dabei. Stattdessen einer der größten Kritiker der Kanzlerin in dieser Frage, nämlich Edmund Stoiber, der frühere Parteivorsitzende und Ministerpräsident. Wir wollen noch mal, da wir ja nach wie vor auf der Fraktionsebene im Deutschen Bundestag sind, wo eine ganze Reihe von Fraktionen heute ihre Sitzungen schon beendet haben, die SPD folgt um 18 Uhr erst noch, wollen noch mal schauen auf die Reaktion dieses zu diesem sogenannten Asylstreit zwischen CDU und CSU gegeben hat, blicken auf die Opposition und beginnen da mit der stärksten Fraktion der AfD und ihrer Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel.